Es schien in Stein gemeißelt zu sein, dass jeder Mensch pro Nacht 7 Stunden Schlaf benötigt. Jetzt räumt der junge Doktorand Askad Rati von der Oxford-Universität ein für alle Mal mit dieser Binsenweisheit auf. Denn er behauptet, mit einer Schlafstudie herausgefunden zu haben, dass der Mensch nur 4,5 Stunden Schlaf pro Tag benötigt. Der Trick: Nachts schläft man 3,5 Stunden am Stück. Über den Tag verteilt nimmt man sich dann 3-mal noch 20 Minuten, um ein Nickerchen einzulegen. Damit hat man dann genug Schlaf und muss keine gesundheitlichen Schäden befürchten. Dieses Muster des mehrphasigen Schlafs ist auch als Everyman-Methode bekannt. 2 Dinge sind dabei zu beachten. Man sollte auf jeden Fall auf Kaffee und Alkohol verzichten und es dauert mindestens 3 Wochen, bis sich der Körper wirklich daran gewöhnt hat. Um den Schlafrhythmus künstlich umzustellen, braucht es sehr viel Disziplin, da man während dieser Umstellungsphase wirklich sehr unfit und ungesellig ist. Dafür sollte man danach aber sehr viel fitter und konzentrierter sein. Askad Rati hielt diesen Schlafrhythmus für gut 1 Jahr bei, bis er sein erstes Doktorandenjahr erfolgreich abgeschlossen hat. Inzwischen schlafe er angeblich wieder wie ein durchschnittlicher Mensch. Natürlich gibt es zum Thema der ideale Schlaf mehrere Studien und auch Expertenmeinungen. Wenn ihr euch also genauer dafür interessiert, dann könnt ihr euch gerne meine anderen Videos dazu ansehen.